So, weiter mit dem 9. Teil. Ich habe jetzt hier am 8. Teil begonnen, hier diese Riesendiamantader abzubauen. Dazu mache ich die jetzt mal weiter. Und kriege natürlich ordentlich EQ-Level-Punkte mit diesem Diamantabbau. Redstone. Und die auch noch wieder ein bisschen zu brennen habe. Gold hier, das muss ja noch in den Ofen. Meine 43 Level will ich natürlich auch nicht so gerne verlieren. Eisen kommt auch noch. Das ist eine oberirdische Diamantader. Gold. Und ein paar Rohstoffe. Wunderbar abbauen. Oh, viel Gold. Inventar ist mit nicht voll. Aber ich habe vor, vielleicht so eine Schienenstrecke zu legen Richtung Wüste. Also ich habe ja zwei Wüsten, damit ich nun vielleicht dann lege ich das Schienen in die Richtung und damit ich da Sand abbauen, schneller hin kann, um da Sand abzubauen und eine Pyramide. Weiter fleißig Gold abbauen. So ein riesiges Goldvorkommen hier. Das mit der Slimefarm könnte ich vielleicht mal überlegen, dass ich jetzt später mache. Aber ich habe da einen Zombie-Spawner und einen Skelett-Spawner direkt nebeneinander gefunden, deswegen könnte ich vielleicht so machen, dass ich da sozusagen immer, weil beim Zombie-Spawner werde ich keine Farm machen, sondern nur beim Skelett-Spawner. Weil man das verrottete Fleisch nicht so braucht. Es füllt kurzfristig ja den Hunger aus, aber dann geht das ja auch wieder weg. Also es wird dann Gift sozusagen hinzugefügt und Gifteffekt, also negativer unser Hunger. So glaube ich 30 Sekunden lang. Ich glaube, ihr könnt hier nichts mehr sehen, deswegen gibt es noch eine Fackel rein. So viel Eisen. Solch riesigen Vorkommen sieht man noch nie normal auf der Welt. Natürlich traumhaft, wenn man sowas sehen würde. Riesige Eisenvorkommen, Goldvorkommen oder ich noch Diamanten liegen gelassen, die sollte ich natürlich noch mal aufnehmen. Dann geht's raus. Welche Tageszeit ist denn? Zenit, das bedeutet Mittag. Erfahrungspunkte durch Diamantenabbau hier. Aber ihr könnt vielleicht noch machen, also ich hätte noch Lust, dann mehrere Customized Let's Plays zu machen. Und dieses Let's Play, also dieses Customized Let's Play habe ich Dungeon Count auf maximal gestellt. Und dann habe ich noch bei allen Ärzten das auf maximal gestellt. Und ich hätte sonst Lust, vielleicht einmal so was zu machen, dass ich die Menge an Kohle etwas verringere, dafür aber die Menge von Diamanten ordentlich erhöhe, damit man schon direkt am ersten Tag Diamanten sieht, die man noch nicht abbauen kann. Ich könnte auch vielleicht ein Portal zum Nether bauen, also zur Hölle. Glaube, ich sollte mal so langsam da heraus und das nächste aufheben. Und die noch verbliebenen Sachen aufsammeln. Und jetzt mal so viel Rohstoff hier. Heute noch zur Wüste und da kann ich jetzt mal noch ein bisschen
Glas abfarmen. Dann muss ich ja mehrere Schienenlinien bauen. Jetzt sind hier 64 Golderz rein. Und hier ist das Brennstoff aufgegangen. Noch mehr Eisenerz. Hier die Hälfte rausholen, weil die Kohle zu wenig wird. Hier erstmal das Gold rausholen. Hier wird Gold gebrannt, hier wird Eisen gebrannt. Ich habe wieder so ein paar Dias. So einige Dias sogar. So viele Diamanten waren da schon im Vorkommen. Sind jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 volle Stacks und dann noch 11. Also über 300 Diamanten, die ich habe. Und ich wollte ja jetzt noch zur Wüste. Was eigentlich bei der Tageszeit wahrscheinlich nicht mehr so empfehlenswert ist. Lehm. Ja, hier ist Lehm. Ich muss den Lehm abbauen. Also hier noch vor Ort Lehm abbauen. Und dann in den nächsten Tagen anfangen Schienenstrecken zur Wüste und Lehm hier aufsammeln. Es ist aber scheint nicht so viel Lehm hier. Was ist das denn hier? Geht in eine Höhle rein. Gehen wir jetzt nicht rein in die Höhle. Wir müssen hier den Lehm abbauen. Eine Höhle, die unter Wasser. Höhleneingang unter Wasser. Ach, ich sticke unter Wasser. Hier kann ich noch nicht mehr lesen. Kommt hier mit Strömung an, ne? Und jetzt geht die Sonne da gleich hinter unter. Lavasee, ich glaube, wir müssen hier mal Obsidian herstellen. Auf diesen Lavasee Obsidian. Ich habe hier viele Lavaseen. Einmal habe ich jetzt gerade nicht dabei. Und dann werde ich erstmal ein bisschen Obsidian herstellen. Hier ist es weiter fleißig am Brennen. Das Gold und das Eisen. Und das Clay, Moment. Methone heißt das ja. Hier kann man einen Lehmblock herstellen, aber ich glaube, die kann man auch brennen, diese Dinger. Das ist ein Clayball. Also aus vier Clay, also ein Clay-Block bringt ja immer vier Clay-Bälle raus, dadurch, dass sie alles noch im Arbeiten. Das anscheinend noch einen vierten Ofen reinsetzen. Also ich werde jetzt so viel oder zwei weitere Öfen platzieren, die doch ein bisschen Kohle verbrauchen kann. Und die dann Clay-Bälle verbrennen. So Kohle im Übermaß, dass ich die mal ein bisschen verbrauchen auch. Kohle rein und die Labelle rein. Das sind alle fünf Öfen auf einmal am Arbeiten. Jetzt gehe ich erstmal schlafen und mache mir dann das Obsidian. Währenddessen in der Zeit hier das am Arbeiten ist. Das Obsidian brauche ich einen Eimer. Ich habe hier drei Eimer. Und eine Diaspitzhacke habe ich sowieso. Damit ich das Obsidian abbauen kann. Einmal mit Wasser füllen hier. Und da vorne ist ein Lavasee. Und daneben sind auch noch Diamanten. Kann ich nämlich diese Diamanten da abbauen. Obsidian um.
jetzt mal das ganze, die ganze Lava hier zu machen. Und die Diamanten hier erstmal abbauen. Das sind wahrscheinlich viele, aber. Und das Lapis hier auch abbauen. Die Erde, die ich hier finde, die kann ich genial abbauen. Ich dachte, er nimmt es nicht mehr auf. Da liegt noch ein bisschen Nährerd. Das Obsidian abbauen. Wie viel Obsidian brauche ich denn? Am besten erstmal das ganze Obsidian hier abbauen. Kommt noch mehr Lapis. Ein Hühnchen essen, wenn man Hunger wieder voll ist. Ja, gerade ein bisschen Zeit verschwendet, weil ich jetzt auf einen anderen Obsidian-Block ziele. Lapis. Dann könnte ich ja unterirdisch diese Strecke erstmal planen. Also am nächsten Tag werde ich dann rausgehen auf der Wüste, um dann die unterirdischen Schienenstrecken zu planen. Natürlich dann erstmal so einen kleinen Bahnhof erstellen. Einen kleinen Bahnhof bauen, wo ich dann in beide Richtungen fahren kann. Lava. Da ist noch Lava drunter. Können wir noch ein bisschen Lava holen. Noch ein paar Eimer gehabt und jetzt habe ich die mit Lava gefüllt. Die leeren Eimer sind jetzt nicht stackbar geworden. Lava und Wassereimer kann man ja nicht, noch nicht stacken. Aber mit Petschieb kann man die Lava-Blöcke oder Wasserblöcke stacken, auf denen lässt sich Kraft. Obsidian habe ich denn 12. Also erstmal ein bisschen Obsidian und noch vormittags, dann kann ich ja vielleicht an diesem Tag ja anfangen, diesen Bahnhof schon mal zu bauen. Weil ich dann hier, also der soll ja natürlich unterirdisch liegen. Ah, nicht reingekommen. Unterirdisch liegen. Und zwar hier. Soll es dann noch weiter runter gehen? Das ist im Lagerraum. Dann noch weiter runter. Na, eins zu niedrig. Dann kann ich die Schienenstrecken ja schon ungefähr planen. Dann legen kann, um dann zur Wüste zu gelangen. Also die sollen unterirdisch gelegt werden und können aber auch oberirdisch, dass ich die auch mal Teile der Strecke oberirdisch lasse, damit man auch ein bisschen was in der Welt sieht. Gehen wir ein bisschen in diese Seite. Ich glaube mal drei Blöcke so in die Richtung weiter. Echte Metrobahnhof soll das dann sein. Und das soll dieser Bahnhof Teil sein.
So viel Erz hier. Ich könnte vielleicht sonst hier einen unterirdischen Durchgang unter durchgraben. Also hier soll dann die Schiene verlaufen. Zwei Blöcke freilassen. Da sollen jetzt auch wieder Schienen hin. Weil dann werden die erste Bahnhofstelle dann so gut wie fertig. Wir müssen eigentlich nur auf die Schienen rein. Und ich muss noch irgendwie so einen Wetterschaltkreis unten drunter verlegen. Hier. Inventar schon wieder voll. Erstmal wieder zurück. Da geht dann der Bahnhof los. Vom Lagerraum aus kann man hier immer noch jetzt auf diese Truhen so zugreifen, nur dass es dann nicht runterfallen darf. Was ist denn hier? Das könnte ich jetzt noch das Eisen reinschmeißen. Hier noch ein bisschen Eisen reinschmeißen. Hier ist also Gold. Und ich kann auch nicht mehr alles mehr aufnehmen. Also ich muss jetzt schon wieder Rohstoffe wegschmeißen. Zwei Stacks Eisen. Nein, Gold. Dann nochmal zwei Stacks Eisen. Den Lapis habe ich jetzt auch bekommen. Und Diamanten habe ich auch noch ein paar. Oh, so viel, 64 Stacks Diamanten. Und das Clay hier, das muss ich auch noch wieder reinpacken. Das ist hier natürlich, da entstehen Ziegel. Da ist das Eisen am Brennen, da ist noch mehr Eisen am Brennen. Hier ist Gold fertig, und dann nehme ich hier nochmal da. Sonst kann ich erstmal die Clay-Dinger hier noch reinpacken. Da habe ich noch ein bisschen Eisen vergessen zu sagen. Nein, Gold vergessen. Dann ist mein Inventar wieder ein bisschen geleerter. Jetzt sind da wieder so einige Plätze frei. Damit ich dann das letzte und hier wieder aufnehmen kann. Weil ich platze die Fackel hier hin. Wir können machen, ob ich vielleicht hier das ganze Erz, das man hier sieht, entfernen soll. Und bei einem Bahnhof da nicht sieht. Oder ob ich auch vielleicht Brücken über Wasser bauen soll. Also dass die Anfangsstation, also Station immer unterirdisch, wie immer, oder dass eine Wie hier unterirdisch liegt. Und ich kann hier auch einfach auch drüber gehen. Dann brauche ich hier kein unterirdisch durchgraben. Nur dass ich jetzt hier so eine Redstone schalte. Mal gucken, wie man eine Detector Whale macht. Also eine Detector Whale, da brauche ich ja bestimmt einen Stein. Ein Stein. Lustig. Ja, habe ich hier nicht drin. Wo war ich jetzt noch reingepackt hier? Stein habe ich hier keinen. Ist Bruchstein, aber ich muss ja noch zu normalen. Was ist denn am weitesten jetzt hier? Aber so viel muss noch, und das ist gleich fertig. Und dann kann ich gleich hier Bruchsteine reinpacken. Zack, jetzt ist das fertig. Jetzt kann ich dann nochmal. Jetzt geht der Ofen auch aus. Weil das Stack voll wurde. Eisen ist ja am Brennen. Da sind nur noch vier Stück hier.
Jetzt sind Bricks hier. Das sind viele hier. Ich komme ja doch zu solchen Blöcken craften. Brickblock. Die packe ich natürlich beide erstmal hier in die Truhe rein. Eisenerz habe ich auch noch viel gefunden. Noch ein bisschen Eisenerz zum Schub machen. Obsidian brauche ich im Moment auch nicht. Ich will auch mal hier rein. Ich habe Redstone. So viel Redstone. Wo ist da denn reingeraten? Das muss alles hier rein. Hat in die falsche Truhe gepackt. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video, abonniert mich. Für weitere Parts. Tschüss.